Und herzlich willkommen zurück zu World of Warcraft. Ja, in der letzten Folge haben wir ja schon mit den Damen und Herren hier hinter mir gesprochen. Und da werden wir jetzt auch weitermachen mit der Quest. Und zwar mit Ich Shuya. werde tun, was nötig ist. Vielleicht hatte meine Mutter recht. Wir haben uns gemeinsam den Harpyien entgegengestellt und gesiegt. Sie sollten zum ha Lager zurückkehren und Herbert mitnehmen. Wir sind näher dran, den Ogern und ihren Plänen, den Drachen wiederzubeleben, einen Strich durch die Rechnung zu machen. Kehrt zum Lager zurück, Kraft okay. und Ehre. Gut gekämpft. Ein weiterer Schritt zum Sieg über diese jämmerlichen Oger. Das heißt, wir müssen. Ich habe keine Ahnung. Moment, da ist ein Questmarker. Da. Ich bin auch gerade ein bisschen irritiert, weil links ein Ausrufezeichen ist. Upsala. Ich glaube, da ist nämlich auch noch eine Quest. Übrigens, wenn ich mich noch immer etwas seltsam anhöre, ich bin leider immer noch, beziehungsweise wieder krank. Allerdings diesmal ohne Grippevirus, sondern mit einer schweren Erkältung. Was es irgendwie nicht besser macht, weil durch meine chronische Nasennebenhöhlenentzündung alles bei mir ja sehr schnell aufschlägt. Diese Oger werden vor der Horde erzittern. Lasst Ja. euch nie kalt erwischen. Moment, er ist es, ne? Lust auf verbotene Magie? Ja, immer. Für eine Anfängermagierin seid ihr recht versiert. Ein paar Dinge müsst ihr aber noch lernen. Zum einen scheint ihr keine Ahnung von Verwandlung zu haben. Ansonsten hättet ihr es nämlich auf die Harpyien angewendet, die uns angegriffen haben. Das sollten wir jetzt ändern. In meinem Zauberbuch ist genau beschrieben, wie man Verwandlung bewirkt. Aber die Angreifer haben es in der Nähe, nahe gelegenen See geworfen. Schwieriger Satz. Könnt ihr es für mich herausholen? Oh, und nicht vorzeitig einen Blick in das Buch werfen. Das würdet ihr auf jeden Fall bereuen, okay? Immer. Ich könnte das Buch auch selbst holen. Aber gute Magier wissen, wie man delegiert. Ja. Ihr habt neue Ausrüstung. Drückt B. Habe ich das eigentlich mal aufgeschrieben? Womit ich was öffnen kann? Neue Ausrüstung. Ich weiß ja gar nicht mal. Achso, drückt C, um euer Charakterfenster. Ist sie denn besser? Oh ja, okay. Gegenstand Stufe 1. Ich nehme mal an, dass das besser ist, wenn er schon sagt, ich soll es da reintun. Ja, das ist toll. Das sehe ich auch, dass das angelegt worden ist. Danke. So. Ist für mich manchmal ein bisschen schwer, auch mit den Begriffen. Kann ich da. Achso, ich kann schwimmen. Auch mit den Begriffen und so. Hier greifen die mich an. Ich hoffe nicht. Nee, okay, die greifen mich nicht an. Ich habe gerade schon ein bisschen Panik gehabt. Weil ich nicht so viel Zeit habe, tatsächlich WoW zu spielen. Ich bin ja nahezu täglich. Ich meine, im Moment ist es mit den Aufnahmen schwierig mit meiner Gesundheit, aber nahezu täglich bei zwei anderen Spielen drin. Plus nochmal natürlich TESO, wo ich ja sowieso täglich drin bin wegen Handwerk und so weiter. Nekromantie! Einfach widerlich, oder? Ja, irgendwie schon. Hoffentlich hat mein Buch nicht zu so sehr darunter gelitten, am Grunde eines Sees zu liegen. Ja, es könnte Probleme geben, ne? Ich meine, Bleib Bücher. weitestgehend an einem Stück. Perfekt, die Seite für Verwandlung ist verschmiert. Aber mit etwas Raten. Achso, mit etwas Raten. Kriege ich jeden Zauber raus. Ich werde euch kurz zeigen, wie man ihn ordnungsgemäß bewirkt. Hier ist Habt ihr ein jetzt Beispiel damit für eine geraten? Verwandlung. Schattenstoß! Was soll das? Haben nur Das frage ich demonstriert, wie mich praktisch auch. Verwandlung im Kampf ist. Euer Gegner irrt einfach herum, bis ihr ihn angreift. Etwa so. Okay. Interesse an ein paar kleinen Experimenten? Ich kann euch nicht losziehen lassen, ohne dass ihr wisst, wie man Verwandlung bewirkt. Denn wenn ihr den Zauber vermasselt, verwandelt ihr vielleicht jemanden in etwas völlig anderes. Ich will auf jeden Fall dabei sein und mir Notizen machen, wenn das passiert. Also, mal sehen. Oh, Trog wäre perfekt geeignet. Ich erkenne ein gutes Testsubjekt sofort, wenn ich es sehe. Sollen wir anfangen? Bleibt Müssen wir weitestgehend das? an einem Stück.
Wozu Schäfchen noch gut sind. Immer erfinderisch bleiben. Das wird so ein Spaß. Lass mich wissen, wenn ihr bereit seid, Verwandlung auszuprobieren, okay? Ja. Habe ich angenommen. Ich darf aber nicht auf Weiterklicken. Wieso nicht? Wir sehen uns. Sprecht mit Herbert, um mit dem Üben zu beginnen. Das ist doch Herbert. Nekromantie! Achso, ich bin... Achso! Widerlich! Frog, helf mir! Wir beide greifen unseren Rekruten an und zeigen, wie man Verwandlung einsetzt. Öffnet euer Zauber. Ich will aber kein Schaf werden. Solche Denkweisen behindern das Lernen. So, ist ja schon witzig gemacht, muss man ja ganz ehrlich sagen. Sind die das jetzt da hinten? Da hinten sind sie hingelaufen, oder? Sind das die beiden? Ja. So, ich muss 9 drücken. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Ja, nimm doch einfach den, der vor dir steht. Wie ihr sehen könnt, irrt euer verwandelter Gegner umher. In der Zeit erledigt ihr, wer noch übrig ist. So ein bisschen ihr haut drin. Dann jetzt besser mal Frog, um den Zauber aufzuheben. Ich glaube nicht, dass ich hierbei was gelernt habe. Ja, ich jetzt auch nicht. Ihr wart ja auch nicht der Schüler, oder? Okay. Es lauft doch nicht weg, lasst mich euch doch hinten ansprechen, das ist so viel einfacher. Interesse an ein paar kleinen Experimenten. So, öffnet euer Zauberbuch. Langsamer Fall mit P. Ich hatte mir das doch alles aufgeschrieben, oder nicht? Ich muss mal eben kurz gucken. Ich habe hier 20.000 Zettel tatsächlich liegen. Also gefühlt zumindest. Okay, da war es jetzt nicht bei. Hier haben wir auch noch ein paar Zettel. Bevor ich... Ah, hier, WoW meine ich doch. Bevor ich nämlich jetzt alles nochmal neu aufschreibe, ist es einfacher, immer mal die Tasten zu drücken, die man braucht. Zieht langsamer Fall in eure Aktionsleiste. Ist egal, wohin. Ich meine, wir haben ja nicht mehr so viel. Muss man das eigentlich auf die Position machen? Weil es ist... Ich bin es halt gewohnt, mit 1 bis 5 zu spielen. Und dann so riesenweit nach rechts rübergreifen, ist natürlich schon so ein bisschen unpraktisch. Zusammen machen wir diesen Ritualen ein Ende. Der letzte Überlebende ist in der Ogre-Zitadelle gefangen. Krenner und Herbert haben einen Plan, wie sie uns da reinbringen. Eine kleine Gruppe von uns trifft sich im Norden. Ihr kommt mit. Wenn wir hier scheitern, werden die Ogre dieses Drachenmonster wiederbeleben. Das dürfen wir nicht zulassen. Für die Horde. Es geht weiter, Rekrut. Ja, für die Alle Horde. Anderen halten die Stellung. Okay. Das heißt, sie hält auch die Stellung oder kommt jetzt mit? Ich glaube, sie kommt mit, wenn ich das unten richtig sehe. Wir müssen wahrscheinlich zu dem Ort, wo es leuchtet. Moment, hier ist auch irgendwo was. Ah, da ist noch was, okay. Aber sollte man ja rein theoretisch dann auch später sehen, weil ich möchte jetzt nicht 20 Quests auf einmal annehmen und dann festzustellen, dass ich alle gleichzeitig irgendwie mache. Das wäre auch doof. Und jetzt? Die Horde hat schon Schlimmeres überstanden. Ja. Bleibt wachsam. Überall lauert Gefahr. Wir müssen in die Finsterbrecher-Zitadelle den letzten Überlebenden retten und den Ogre-Nekromanten beseitigen, der hinter allem steckt. Herbert und Krenner werden einen Zauber wirken, damit ihr wie ein Ogre aussieht. Und dann bringt ihr uns als Gefangene rein. Wir verfügen nicht über die Stärke für einen richtigen Angriff, also müssen wir uns so behelfen. Sprecht mit Herbert, okay. Lasst euch nie kalt erwischen. Ja, ich bin jetzt nur gerade am Überlegen, da ich jetzt schon was länger nicht mehr gespielt habe. Ja, ich habe kein Ziel, das ist mein Problem. Das war doch das, was ich wirken soll. Feuerschlag. Was ich wirken soll, wenn der Gegner sehr nah ist, oder? Gegenzauber kontert, verhindert so 6 Sekunden lang. Oder war das 7? Aber ich meine, es wäre 2. Ich bin mir ehrlich gesagt gerade nicht sicher. Bitte Herbert ist hier. Wieso kann ich dich nicht ansprechen? Lust auf verbotene Magie? Ich kann dich ansprechen. Du hast nur einfach kein Ausrufezeichen. Okay. Ein williges Versuchsobjekt. Ein seltener Hund. Benehmt euch wie ein Ogre und bringt uns rein. Gar nicht reden. Einfach lächeln und winken.
Je dümmer, desto besser. Kann man hier irgendwie die UI ausmachen? Ich hätte davon gerne ein vernünftiges Bild. Das sieht irgendwie cool aus. So, ihr seid angekettet. Kommt mal mit, Jungs. Ey, du Klon, geh mal weg hier. Ich sehe nichts. Nein, ich will nicht in eine Gruppe. Dann kann ich nicht aufnehmen. Oh. Mehr Opfer! Ab zur Kochstelle! Und Gorgoroth winken! Zeigen, was ihr habt! Geht weiter! Jetzt ausziehen, oder wir was? Müssen etwas über das Ritual herausfinden. Was haben wir denn hier? All die Opfer, die wir verloren geglaubt hatten. Ich muss das mal ablehnen. Ich kann ja gar nichts sehen hier. Gebt mir Gorgoroth als Ziel. Was? Gorgoroth als Ziel winken? Genau vor ihren Nasen. Hä? Oder muss ich näher ran? Ich schaue mich mal ein bisschen um, damit ihr jetzt nicht die ganze Zeit dabei seid. Ihr werdet mich jetzt wahrscheinlich für bekloppt erklären. Ich kann mich aber nicht daran erinnern, dass wir irgendwas mit Winken oder sowas gelernt hatten. Also, dass wir Emotionen machen konnten. Nee, das war nur Ruf. Schau mich mal eben ein bisschen um und dann schalte ich euch gleich wieder hinzu. Ach so. Ich hab's endlich herausgefunden. Wir versiegeln sie mit den Wärtersteinen. So wie ihren Anführer. Es ist Zeit, das Ritual auf der Zitadelle abzuschließen. Dann werden alle sich uns beugen. Okay, okay, okay. Ich hab's dann endlich mal geschafft. Jetzt komme ich hier nicht weiter. Ich habe dann auch mal richtig gelesen. Das sollte man vielleicht machen. Im Chat hat mir natürlich wieder keiner geantwortet. Wie es dann immer so ist, wenn man mal Hilfe braucht. Ihr müsst tatsächlich denjenigen markieren und, wie das unten drin stand, / winken eingeben, damit ihr winken könnt. Ja, darauf soll man erstmal kommen. Mulgrin, nein! Schnell! Wir müssen diese Siegel zerstören! Ruhekraft wird nicht reichen. Wir müssen den Zauber brechen. Ups. Wie mache ich das? Ach so. Zusammen machen wir diesen Ritualen ein Ende. Ah, wen soll ich jetzt annehmen? Kriegsfürst Donnerfuß wird nicht viel länger durchhalten. Bald ist seine Lebensessenz gänzlich aufgezehrt. Gorgoroth erwähnte, dass sie ihn mit Wärtersteinen festhalten. Ich möchte, dass ihr diese Wärtersteine holt und hierher zurückbringt, um Donnerfuß zu befreien. Für die Horde! Gorgoroth hat Wärtersteine erwähnt. Findet sie und befreit damit Mulgrin. Nekromantie! Einfach widerlich, oder? Habt ihr die Reihe der Katapulte auf dem Weg hierher gesehen? Die Oger scheinen, was auch immer auf unser Lager schleudern zu wollen. Nur gut, dass ich mich vorbereitet habe. Kork hat mir als Notfallplan ein paar seiner Sprengladungen gegeben. Ich wollte sie für einige meiner Gegner in Ogrimma aufsparen, aber ich schätze, ihr solltet sie lieber hier einsetzen. Jagt die Katapulte hoch, bevor sie unser Lager befeuern. Bleibt weitestgehend an einem Stück. Ich wollte aber eigentlich nicht alle auf einmal annehmen. Die Horde wird siegen. Was ist alles schlimmer, als ich dachte? Die Oger waren darauf vorbereitet, dass wir einen Rettungsversuch wagen würden. Sie scheinen einen Angriff auf unser Lager zu planen, während sich das Ritual dem Ende zuneigt. Das darf nicht geschehen. Zerschmettert die Oger, zeigt ihnen die Stärke der Horde. Bleibt wachsam. Ja. Okay. Ich meine. Oger getötet, Katapulte zerstört, Jürgens Wächterstein besorgt. Also hier können wir jetzt nichts machen, ja, so wie ich das verstehe. Ich habe übrigens irgendwie ein Reittier bekommen. Ich habe aber absolut keine Ahnung, wie ich das benutzen kann. Ich habe eins über Twitch bekommen. Naja, ich habe 8 Stunden Twitch nebenbei laufen lassen, ohne zuzuschauen. Das
So. Achso, Moment. Ich mach mal den Kampflock an, damit wir jetzt nicht die ganze Zeit irgendwas da drin haben. So, was ist denn jetzt hier der Bereich? Das ist ein Wug. Wugs Wächterstein besorgt. Hallo? Wug! Wie schnell ist der bitte? Kann ich hier auch mal stehen und meinen Zauber wirken? Wo geht's noch? So, Wärterstein. Problem ist, jetzt sind wir natürlich schon wieder fast tot und ich habe keine Möglichkeit, mich zu heilen. Ich hatte nämlich keinen Heilskill, soweit ich weiß. Wobei, damit regeneriere ich mich zumindest. Ups, das war ein falscher. Damit regeneriere ich mich zumindest ein bisschen. Die Frage ist, kann ich das mit dem Schaf auf die anwenden? Weil sonst könnte ich die ja ein paar Mal anschießen. Das müssen wir mal ausprobieren. So. Muss ich das überhaupt von dem Moment? Ogre. Ich muss ja sowieso welche töten. Das ist zu weit entfernt. Ernsthaft. Das Schaf ist 9. Hä? Nein, wieso regeneriert er sich dann dabei? Hä? Was ist denn das für ein Scheiß? Wieso regeneriert er sich? Ist aber nicht nett. Okay. Ach, der ist jetzt schon wieder da. Ogre getötet. Wir brauchen Jugnuk und Grunk. Oh, das sind so viele. Jugnuk. Okay. Eindringling! Jetzt gibt's Haue! Oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck. Oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck. Ich zerschmettert! Das hab ich nicht mal gut hinbekommen, okay. Ogerschläger, Zattenschauber, Oger, irgendwas. Wo ist der andere denn? Grunk. Ogerschläger. Grunk, wo bist du? Ich hätte jetzt fast Gronk gesagt. ja, den kenne ich mittlerweile auch. Nachdem ich dann 2 Jahre oder so... Ach, hier. Nachdem ich da 2 Jahre oder so auf YouTube war und den nicht kennengelernt habe. Also nicht persönlich natürlich, sondern nicht wusste, wer er war. Wir behalten Opfer. Ihr nicht aufhalten. Oh, fuck. Ich wohl zu schnell gewesen. Oh. Ah, nein! Wo bin ich jetzt? Achso. Oh. Habe ich mich jetzt erschrocken? Ach, das war dieser Sprung. Ach, das war dieser Sprung. Da wollte ich gar nicht draufdrücken. Katapulte zerstört. Moment. Ja, ich muss ihn dann aber wahrscheinlich erstmal zerstören, bis ich die Katapulte zerstören kann. Ne? Ich brauche ein Ziel. Ja, ist ja gut. Ich habe ja schon
So, und wie mache ich das jetzt hiermit? Muss ich da auch drauf zielen? Ja, muss ich nur einmal drauf schießen. Das ist gut. Ich muss näher ran. Ich bin außer Reichweite. Oh, das, das ist zu weit entfernt. Willst du mich veräppeln? So, zwei. Wo sind denn hier noch Katapulte? Waren die oben? Bin mir gerade nicht sicher. Da, ja. Hier oben sind welche. Ich bin außer Reichweite. Ich habe kein Ziel. Doch, du ich hast ein Ziel. Ein Ziel. Ich drück da doch nicht umsonst drauf. So, wir müssen aber trotzdem noch 6 Oger gleich machen. Die aktiviert die Runen. Das muss ich dann machen, wenn ich oben bin. Ich muss näher ran. Du stehst direkt davor, Mädel. So. Schattenzauber. Jetzt mach, Mann. Ich bekomme viel Macht vom Ritual. Ja, das ist ganz toll. Die hören sich aber auch echt an wie große Dummbolzen irgendwie. Ich bekomme viel Macht vom Ritual. Ich brauche trotzdem immer noch 5, die ich töten kann. Oh Mann, der ist nicht wiedergekommen. Wieso ist der nicht wiedergekommen? Normalerweise kommen die doch immer wieder. Und das auch ziemlich schnell, ist mir aufgefallen. Hier, die Anführer, die waren ja direkt wieder... Also, was heißt Anführer? Diese größeren hier, die waren ja direkt wieder da. Leute, ich brauche Orks. Du großes, stinkendes Wesen. Das ist zu weit entfernt. Lass mich doch mal aus einer normalen Entfernung angreifen, Mensch. Ich habe kein Ziel. Doch, du hast eins. Das hast du gerade kaputt gemacht. So, 4 von 8. Hinten ist noch einer. Die tauchen irgendwie nicht mehr auf hier. Okay. Oben ist eine Kiste. Ich verliere. Du hast verloren. Du musst in der richtigen Zeitform sprechen. So, sonst sehe ich jetzt hier gerade nichts. Okay, nehmen wir einfach alles mit. Ah, jetzt ist der andere auch wieder da. Wie viel brauche ich noch? 3 Stück. Moment, jetzt laufe ich erstmal so. Dass der mir hier nicht meinen... Boah. Hallo, kannst du den mal anvisieren? Ich brauche ein Ziel. Ja, ich habe doch gerade schon einen umgebracht, Leute. Ich bin außer Reichweite. Nein, bist du nicht. Ich habe kein Ziel. Ja, weil der tot ist. Warum der so schnell jetzt umgefallen ist, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Aber Hauptsache, er ist tot. So, einen brauche ich noch. Oh, da ist schon einer. Guck mal. Oh, diese Steuerung, ne? Die immer so schnell da sind. Das finde ich gar nicht gut. Bereit zur Abgabe. Sehr schön. Ich hoffe, die sind jetzt auch alle noch oben. Und ich hoffe, da können wir überhaupt rum, ohne dass wir jetzt hier kämpfen müssen. Das ist natürlich auch noch wichtig. Aber das sieht gut aus.
Aber der Weg dauert sehr lange. Und ich hab Schluck auf. So. Stehen die alle noch da, wo sie eben standen? Perfekt. So, bei dir kann ich schon mal abgeben. Hörst du verbotene Magie? Dann kann ich bei dir abgeben. Ich werde tun, was nötig ist. Ja, ja. Ist der jetzt deaktiviert? Ja. Ich muss näher ran. Oh, ernsthaft. Du stehst direkt daneben, Mädel. Nee, ich dachte gerade, da war irgendwas am Leuchten, aber... Ich danke euch. Aber wir müssen noch immer das Ogre-Ritual unterbinden. Kein Thema. Ich weiß nicht, ob das gut ist, dass ich jetzt gewechselt habe, aber er wollte, dass ich wechsle. Also von daher... muss ich bei dir dann abschließen? Seid gegrüßt. Geht in Frieden. Mögen die Vorfahren schützen. Ich nehme an, das war jetzt auch der Abschluss. Gorgoth will den mächtigen Drachen Ravunir wieder erwecken. Er hat genug Essenz gesammelt, um zu versuchen, das Ritual abzuschließen. Selbst wenn Ravunir nicht ihre ganze Stärke hat. Das hier wird nicht aufhören, solange Gorgoth am Leben ist. Ihr müsst die Zitadelle stürmen und Gorgoth töten, bevor er sein Ritual beenden kann. Ich wünschte, ich könnte euch... Was? Ich wünschte, ich könnte mit euch angreifen. Das mit habe ich jetzt gerade überlesen. Aber ich erhole mich noch immer von seiner dunklen Magie. Okay. Auf bald. Ja, benutzt den Dungeon-Browser, um die Finster-Zitadelle zu betreten. Warum brauche ich dafür einen Browser? Hallo? Ja. Ach so, hier ganz unten. Oh. Finster-Zitadelle. Ach, ich will keine Gruppe finden. Och, nee. Jetzt muss ich hier nicht ernsthaft was mit einer Gruppe machen, oder? Was ist denn das für ein Scheiß? Wartet, während nach anderen Spielern gesucht wird. Hoffentlich ist das nicht wie bei Final Fantasy. Es würde eine Gruppe beitreten. Ja, ich habe keine Ahnung vom Kämpfen und so. Auf geht's. Sind die wahrscheinlich auch alle ich viel zu stark. Ich beschäftige die Ogre, während ihr sie zur Strecke bringt. Ja, ja, kein Thema. Wo sind die anderen? Ist doch keiner da, oder? Doch einer steht da hinten. Keine Ahnung, ich greife mal an. So, wen beschäftigst du? Dann kann ich denjenigen auch angreifen. Ich muss zuerst etwas. Ja, ist ja gut. Das erste Spielen. Na gut, das erste Spiel nicht direkt, das ist das zweite. Bei Final Fantasy, glaube ich, müsste man das auch so komisch machen, dass man das anvisiert. Kann man denn auch hier Loot kriegen? Ja. Was ist das für ein Viech neben mir? Ich habe kein Ziel. Doch hast du. Du hast es aber schon getötet. Wir haben sie fast alle erledigt. Kämpft weiter! All diese nekrotische Energie. Das Ritual muss fast abgeschlossen sein. Laufen wir jetzt hier nur zu zweit rum, oder? Wie verstehe ich das jetzt gerade? Also irgendwie ist das Kampfsystem, beziehungsweise das Gruppensystem sehr seltsam hier. Weil zu zweiten Boss, ich weiß nicht... So. Ich
Ich meine, alleine wird das schon schwierig werden, ne? Aber... Hallo, was ist jetzt los? Achso, schon tot. Okay. Es ist für mich immer noch sehr umständlich mit dem Hin- und Herlaufen und alles. Ihr Ritual nicht aufhalten! Ich beschäftige ihn! Shuya! Heile unsere Wunden! Zu Befehl! Lockta! Was? Hört auf zu zaubern und nicht vom Unterbrechen schreien. Ich hab doch keine Ahnung. So, und jetzt? Die laufen da oben hin? Wobei mein Ziel woanders ist, hä? Oder geht's hier rechts rum? Ich muss zuerst etwas anvisieren. Ja, wie wär's denn mit dem Typen, den du hier anvisieren solltest? Aber du hast gut geschossen, ist in Ordnung. Ich brauche ein Ziel. Oh, sind da nicht welche runtergelaufen? Doch. Okay. Haben die NPCs schon getötet? Okay. Wird das jetzt geschlossen? Weil ich komme so schnell nicht hinterher hier. Okay. Och, das war der Sprung. Wollt ihr mich veräppeln? Ich habe kein Ziel. Och, hast du. Rafnir wird euch alle vernichten. Schlag zu! Für die Horde! Sein. Hä? Er schließt das Ritual ab! Kann man den ist nicht er looten? Besiegt? Kann man den nicht looten? Oh oh. Dummer Ogre! Ihr habt mir viel zu wenig Macht! Euer Ernst! Lokta, Ogre! Sieg oder Tod! Euer fucking Ernst! Erbärmliche Sterbliche! Euer Tod wird mich nähren! Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Komm schon. Das ist ein Drache. Eigentlich können wir ja gar nichts gegen den ausrichten. Komm, du bist gleich tot. Geht doch. Mann. Boah, ich will sowas nie wieder machen. Und jetzt? Sprecht mit der Kriegsherrin, okay? Diese Oger werden vor der Horde erzittern.
Ihr könnt stolz auf euch sein. Wir haben einen Drachen getötet und diesen wahnsinnigen Ritual ein Ende bereitet. Ich werde dafür sorgen, dass alle, die in der Horde über mir stehen, von euren Heldentaten erfahren. Und jetzt lasst uns von hier verschwinden und einen Weg von dieser Insel runterfinden. Bleibt wachsam. Horde-Verstärkung. Ich wusste, sie kommen. Blut und Donner, Soldaten. Wir haben versucht, einen Weg durch diesen Sturm zu finden. Die Horde hat schon Schlimmeres überstanden. Mhm. Lasst euch nie kalt erwischen. Wenn ihr die Gruppe verlassen möchtet, findet ihr die Option Rechtsklick auf dem Porträt. Oh. Deaktivieren. Und wie verlassen? An Instanzen zurücksetzen. Und wie? Beutespezialisierung? Hm. Keine Ahnung, wie ich jetzt aus der Gruppe rauskomme. Ich weiß es nicht. Zusammen machen wir diesen Ritualen ein Ende. Ich schau da gleich nochmal nach. Wippern und fliegt nach Orgrimmar. Uns erwartet Ruhm. So, ich muss auf irgendwas. Achso, da hinten. Da muss ich rauf. Ihr werdet nicht zur Insel zurückkehren können. Seid ihr bereit in der Welt? Ach so, nee. Ich habe doch hier noch andere Quests. Moment. Ach, die sehe ich jetzt hier gar nicht. Warum sehe ich die nicht? Weil ich die nicht angenommen habe wahrscheinlich. Ach, nee. Das ist jetzt in der Tat sehr, sehr doof. Ich habe jetzt keine Ahnung, wo die anderen Quests waren. Ja, komm, dann gehen wir einmal weiter. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Wir fliegen jetzt einfach mal. Dass diese Rohlinge solche Magie beherrschen, hätte ich nur mehr Zeit, sie zu studieren. Ich bin froh, dass ihr sie nicht habt. Diese Insel muss sich erholen. Schaut am Horizont! Eins unserer Luftschiffe! So sieht die geballte Macht der Horde aus. Die Oger sollten besser die Flucht ergreifen. Kommt, Rekruten! Zeit, nach Hause zurückzukehren. So, ich würde sagen, wir machen dann hier mal einen kleinen Cut und sehen den Rest in der nächsten Folge. Bis dann! Ciao!